heart's still burning wild for you. I miss you with my all. Distant love so beautiful. The ocean knows our song. $600 kostet das, so ein Auto mitzunehmen. Willkommen im Windy Wellington. Coole Idee. Hear me calling. Across this giant sea, distant love mode. Im Vergleich zu Christchurch, Nelson, Mutuaca kann man das hier wirklich Stadt nennen. Endlich mal große Häuser. For a while I must wander. Der Zaun wurde extra gebaut, um Raubtiere zu zeigen, zum Beispiel Opossums und alle anderen Tiere, die Kiwis und alles andere töten wollen. So, ich bin gerade in Zeelandia und habe geschaut, ob noch eine Nachtwanderung möglich ist. Die ist leider schon ausgebucht für heute und morgen fliege ich ja schon wieder. Also leider nichts mit Kiwis. Naja, dann geht's weiter ins Tipapa. Ich musste mein Skateboard abgeben. Sehr komisches Gefühl, da rauszugehen. Die Soldaten wurden mir als Helden ein bisschen verehrt. Ja, im Endeffekt im Krieg, jeder denkt, er hat die besseren Gründe. Jeder denkt, er ist richtig und tötet irgendwelche Leute, die nichts damit zu tun haben. Gibt mal andere Sachen hier. See how the sun does rise. See how the sun does rise. And I'll sing you. Die haben wir leider verpasst. Aber so sieht man ja auch was.
Two earthquakes rocked the Bay of Plenty region, causing considerable damage and alarm. We cross now to our news crew, who have been talking to residents of Edgecombe, the small town near the quake's epicenter. I've reached a thing I saw. I tried to run. The whole ground was moving, though. You've got no grip. Everything was moving. I couldn't believe it. I just couldn't believe it. It was like trying to walk on jelly. It was like an invisible hand had picked up the microwave and thrown it across the room. Is that possible? The kiwi is one of the world's weirdest birds. It has no tail and hardly any wings. It has curly eyes, so it can't see very well. The kiwi has a nose at the end of its beak, and when it gets dirt up its nose, it snorts like this. Das Biest ist 5 Meter lang. Stell dir mal vor, du begegnest so etwas im Ozean oder im Meer oder im See. Ja, oder sowas greift dein Schiff an. Eyes will open, you will see gentle sunlight. Guckt mal, Stalaktiten, die hängen nämlich runter, wie andere Sachen im Alter. Gut, dass ich das Case mit habe. Ich bin nämlich gerade mit dem Board so ein bisschen auf die Fresse gelegt. Aber ansonsten alles in Ordnung, ich bin heil, bloß ein paar kleine Dinge. Und hier auch noch mein Fazit von Te Papa. Sehr cooles Museum, kostenlos, das macht es noch besser. Sehr beeindruckend fand ich einmal seit diesem riesigen Tintenfisch, der 5 Meter lang ist. Echt enorm. Dann war da so ein Busch-Dinge, Busch Island, das war sehr cool. Eine kleine Höhle, wie ihr gesehen habt. Ansonsten die Immigrantenseite war noch ganz cool. Wenn man viel Zeit hat und ausgeruht ist und da auch aufnahmefähig ist, dann definitiv sehr, sehr geil. Definitiv empfehlenswert.